So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde Totes Licht mit Milonetski. Jaha, wir machen mal direkt weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar sind wir jetzt oben angekommen, außerhalb der Katakomben. Genau hier. Und haben wieder Tageslicht. Kriegen wir schon hin, ne? Dann machen wir einfach mal, so genau. Das Türschob. Ja, wundervoll. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ach, wahrscheinlich dann... Ich vermute mal... Scheibe einschlagen. Boah. Oh, na toll. Zack. Sieht ganz danach aus, als wenn wir nicht alleine wären, was? Würde ich sagen, hüpfen wir rechts rüber. Links kommen wir nicht weiter, oder? Ja, genau. Müssen wir rechts lang. Ich gehe mal an dem Seil entlang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gütiger. So viele Tote. So viele Zombies. Nein, ich will oben weiter. Lass mich da lang spazieren, tralalalala. Was ist das denn? Wir sollen wieder rennen. Oh Gott, da kommt von hinten. Was ist das denn gewesen? Da brennt erstmal ein Auto, der explodiert einfach so. Hoppala. Geht da durch? Kann man da nicht durch? Okay. Hüpp. Hoch. Hohohohoho. Vergessen, da muss man ja. Hopp. Wow. Das sind auch nochmal Zombies. Diese Musik dazu, ohne Witz. Total geil. Absolut fantastisches Spiel. Mist, wie komme ich denn jetzt darüber? Nein, 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 nein. Da komme ich gar nicht hoch. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's, oder? Kann ich nicht zuhauen? Nee, das war's. Ich glaube, ich bin jetzt hinüber. Das wird's gewesen sein, ja. Hä? War rechts vielleicht die falsche Idee? Muss ich vielleicht irgendwas zerschießen? Ich weiß es gerade nicht. Hm? Doch, er war schon richtig scheinbar. Nur was muss ich jetzt hier machen? So, darüber komme ich wohl scheinbar nicht, oder? Vielleicht mit ein bisschen mehr Anlauf und dann kurz vorm letzten Millimeter muss ich springen. Falsch, ich bin ja gar nicht gerannt. Das war das Verhängnis. Hochziehen, alter Mann. Ich renne ja mit der R-Taste. Stimmt ja, Mensch, ich bin ja vielleicht auch dämlich. Und jetzt renn, 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 springen! Ah, das geht doch. God will forgive them. Or not. Ich glaube wohl eher nicht. So, wir haben es 8 nach. Ich schätze mal auf 10 nach, das heißt, wir machen 25 nach. Bei R bestimmt wieder irgendein so Meißenmörder, genau. Ein Rosenkranz. Ah! Mit Holzperlen, helfen wir mal, um in die Hölle zu kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gütiger, schnell runter. Bevor das Ding kommt. Tür zu. Der ist ja tot. Fuck off. Wieso bin ich jetzt hier drin? Haha. Du kommst hier nicht so raus. Hahaha. Voll umgenockt. Nein, 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 du gehst mal ganz platt runter, mein Freundchen. Bam, ins Gesicht getreten. Das habe ich dir aber mal gezeigt, ey. Ach, guck mal, da geht's ja raus. Die habe ich ja noch gar nicht bekommen. Ach du Scheiße. Okay, Anlauf nehmen. Ah, ja. Oh, nein, 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 nein. Huch. Ich geh da unten lang, aber ich will lieber oben weitergehen. Alle, hopp. Ist mir dann doch sicherer an den Leitungen. Guck mal, alles voller Zombies. Was ist denn hier passiert? So hätte War Z mal aussehen sollen. Mit so vielen Zombies, da hätte man auch Angst gehabt. Bei Zombies macht es immer die Masse und nicht irgendwie so ein paar KI-lose Missbildungen. Das ist echt schade, dass War Z so gefloppt ist. Deswegen warte ich jetzt auf den Z Standalone. Und hoffe, dass der besser wird. Kommt gütiger, ey. Diese Musik macht es auch noch total spannend alles. Machen wir hier den Fernseher. Ein Ausschnitt aus dem West Seattle Herald vom Blabelhabel. Nein, 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 nein. Klitter durch. Hol, haha. Oh, fuck. Oh, oh Gott, grundgütiger. Renn. Klitter durch. Oh Gott, oh Gott. Unten ist bestimmt irgendwas, aber wisst ihr was? Ich scheiße ja gerade mal ganz ehrlich gesagt voll drauf. Dreh auf. Die scheiße leider. Lass mich los. Renn, 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 renn
Durch, 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 durch. Dreh ihn weg. Renn doch mal, alter Mann, du bist jetzt tot. Kacke Wurstpullergesicht. Ich kann doch sowas nicht. Nein! Fuck! Das war's. Das war's. Das war's. Das ist es gewesen. Da komm ich doch nie wieder hoch. Ja, ich hab mich fressen lassen. Ist von mir, nasch mich auf. Vitamine zum Naschen. Nimm zwei. Ein spannendes Spiel, ey, ohne Witz. Nein! Oh, ich will da unten nicht lang gehen, ich hab da Angst vor, ganz ehrlich. Na, tritt auf, tritt auf, tritt auf, tritt auf! Wunderbar. Nein! Fick, fuck, Doomshit. Oh. Oh Mist, ich muss unten lang. Durchrennen! Bam! Ja toll, jetzt kommst du zu mir oder was? Oder das zum Auto? Und dieser Zombie, der im Weg steht, Momentchen. Geht doch, oder? Guck mal, jetzt geht's. Ach, die sind abgelenkt, wenn ich dann nachher das Ding hinschmeiße. Denken sie, da ist was. Das ist ja auch nicht schlecht. Einer ist natürlich nicht so doof. Oh, fuck, 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 fuck. Drück, 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 drück. Ich war kack. Oh, ich bin tot. Ich kann's wieder, sein lassen. Warum nimmt dieser Scheißratten noch meine geile Axt weg, ey? Mann, no. Ich hoffe, der letzte Kontrollpunkt ist jetzt nicht da. Wo ich vorhin war. Ah, durchrennen wieder. Schwupp, da wupp. Einmal zerschießen. Lass mich los. Lass mich los. Ich will da hoch. Lass mich los. Schnell, alter Mann, zieh dich hoch. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist alles viel zu spannend. Das ist nicht gut für mein Herz. Oh nein, das ist nicht gut für mein Karma. Ich kann das doch nicht ab. So ein Scheiß, ey. Das Spiel ist spannender, als ich dachte. Das fing so lasch an und wird zum Ende hin, also es nimmt richtig an Fahrt auf. Hier oben bin ich erstmal sicher. Oh, hier kann ich mich erstmal hinsetzen. Bierchen aufmachen. Grillen. The house that grows in the tree. Here he is. The kid should have been here. Where the hell could he be? I should search ahead. This must be the rat's wife. I get it now. The boy comes here to remember his mother. Oh, jetzt kriegt er selber wieder so eine Erinnerungsflash, glaube ich. Was hast du denn? Ja, gut. Lydia. Das Foto einer kranken Frau. Darauf ist auch ein Junge abgebildet. Sie liegt im Krankenhaus auf einem Bett. Anhand des Datums auf dem Foto ist sie vor der Katastrophe gestorben. Ich sehe nichts mehr, ne. So, jetzt kann ich dann da rüber hüppen. Gut, da er nicht hier ist, müssen wir mal schauen. Der muss irgendwo anders sein. Hier sind wir erstmal sicher vor diesem... Was haben wir denn da? Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Jawohl. Lesen wir uns später mal alles durch. Mache ich am Ende so eine Art Spezialpart, wo ich an die ganzen Tagebuchseiten... Oh oh. Oha. Oha. Und er wusste, dass das Ding noch Benzin hat oder was? Oh fuck. Das war jetzt voll gut von dir, das Manöver. Hey, hast es voll gerissen, alter Mann. Hast es voll gerissen. It would seem like it. Who are you? That's not a
Wow. Sehr gut. Sehr gut, er hat's geschafft. Wie das wieder aussieht, so Innenstadt und dann alles voller Zombies, ey. So ein Spiel wünsche ich mir mal so in drei Dimensionen. Also wie War Z. Oder War Z. Warz. Es eben hätte sein wollen, aber es leider nicht geschafft hat. Diese Innenstadt zerstört alles voller Zombies. Man muss sich wirklich außen lang schleichen. So eine Sachen. Ich hoffe jetzt auf den Standalone von Dates. Ich hoffe, das wird wesentlich besser. Ich hoffe es. Weil so eine Spiele... Ach, guck mal, da ist ja jemand. Wir sind... Oh, nicht allein. Hilf mir. Where did you just come from? Are you crazy, man? Wir sind nicht mehr alleine. Oh. I shouldn't have used the radio. I'm sure they heard us. Who? We have to get out of here. Run! Oh! Big bird! What the hell? We're alive, you idiots! Fuck, 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 fuck! We spotted the boy. Obergeil! Krasse Action hier. Jetzt geht's auch noch richtig los, ey. And hide? Like he does? I hate rat meat. No one can survive eating rat meat. I wanted to look for some food, but they surprised me because... Because you let your emotions take over and went to visit your mother. Isn't that right? My mother? My mother is... No. No. How do you know? Shit! Here they come again! Run! Run as fast as you can and don't look back! Okay. Das wird jetzt spaßig. Wir rennen. Jetzt wird die Musik auch spannend. Ich glaube, ich krieg gleich einen Nervenkitzel, ey. Nein, 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 nein. Alles voller Zombies. Kommen wir noch irgendwie hoch? Ah, okay. Klang, sehr gut. Und jetzt? Kann man das irgendwie benutzen für irgendwas? Ach, da oben, genau. Oh, oder hoch. Moment, da muss ich erstmal ein bisschen weiter nach vorne ziehen, damit ich da rankomme. Zack. So. Über da. So, okay, nach links rüber hoch und da bin ich ja mal gespannt. Ich glaube, die schießen gleich wieder auf uns. Oder auf mich zumindest. Ah. So. Die Musik ist grandios, Leute. Ich sag's euch, grandios. Und renn, 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 alter Mann. Ja, wunderbar. Fuck off! Wow. Die Masse macht's aus, ey. Ich nehme erstmal den Typen hier auseinander. Sein Name lautet E. Theodore Gain. Ah, Ed Gain! Waddle, 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 fuck. Eine Action vom Feinsten. Das in zweidimensionalen Höhen. Hätte ich nicht gedacht. Renn, 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 renn. Tot. Das war zu erwarten. Ich hätte nicht das Licht drehen dürfen. So, nochmal zack, rüber. Kurz warten. Ich hab nicht vom Licht erwischt werden. Muss ich den Zombie da attackieren? Ist er das? Komm rüber, du Sau! Dann schießen sie ihn an. Dann kann ich schnell durchrennen. Jawohl! Oder auch nicht. Ey, instant tot durch Licht oder was? Mann, Junge, du hast so lange im Keller gehaust, dass du das Licht nicht mehr kennst oder wie? Die haben noch nicht mal geschossen. Einfach direkt, bams, Licht weg. Moment, vielleicht muss ich den Zombie erstmal irgendwie anlocken und vernichten lassen. Ich muss die irgendwie ablenken können. So, ich schreie den mal an. Ah, okay, jetzt gehen sie weg. Das ist gut. Ah, da war was. Gut, Medizin wahrscheinlich nur. Ja, die brauche ich noch nicht. Oder nicht mehr. Oh. Run, 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 run. Randall heißt er. Randall. Mensch, Johnny. Fuck, 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 fuck. Oh, 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 oh. Nein, oh. Ich hab doch... Was machst du denn, alter Mann? Hoch. Oh. Oh. Das war's jetzt aber nicht, Leute. Naja, egal. Der Part hat jetzt hier sein Ende gefunden, glaube ich. Obwohl, ich komm, ein bisschen machen wir noch. Ich hab grad Bock drauf. Ich will jetzt den Part noch nicht beenden.
Bisschen machen wir noch. So, renn, Randy, renn, alter Mann. Hoch, rüber. Und jetzt springen. Und lauf, 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 lauf. Die schießen doch. Renn doch mal ein bisschen schneller. Feuer auf das Ziel. Die kommen immer näher. Scheiße, ficken Arschbochbumsen. Hurensohn. Mist. Wow. Cracker the Bags. Okay, das war's nicht. Aber immerhin gab's eine Aktualisierung des Statuses. Ich bin jetzt in der Innenstadt gelandet. Oder was ist jetzt hier los? Nicht, dass ich jetzt immer wieder da vom Kontrollpunkt und nochmal alles von vorne spielen darf. Weil Kontrollpunkt genau in der Mitte war. In der Mitte, in der Luft. Oh, ich hab vergessen, wieder die Gitarre zu drücken, ja. Das neue Gesetz ist eine Krankheit. Dazu werden Menschen, deren schlechte Seite die Oberhand gewinnt. Sie sind auf Blut aus und wollen diese sterbenden Sterne beherrschen. Das macht mir Angst und ich schäme mich. Wir alle treffen Entscheidungen, wenn wir in die Ecke gedrängt werden. Diese Menschen, sie haben die schlimmste aller Entscheidungen getroffen. Ich muss diesen Jungen finden und ihn retten. Okay. Aber was jetzt? Darunter geht's scheinbar nicht. Ach, darüber, okay. Es wird ein weiter Sprung, es wird ein weiter Sprung. Boah, Ladel. Hubbelhagel. Das war's nicht. Das war's nicht. Aber ich beende jetzt den Part auf jeden Fall, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, totes Licht. Ja, ich weiß, Deadlight heißt eigentlich sowas wie Schacht, Minenschacht und so weiter. Und der Typ, den ich spiele, der ist noch gar nicht alt. Der ist eigentlich erst 32 um den Dreh, 35 vielleicht. Aber er macht so einen total alten Eindruck, ich weiß auch nicht warum. Er hat so eine alte Stimme, so eine männliche, so wie die Mit-50er, irgendwie so ein rüstiger Mit-50er, der nicht schwimmen kann und in den Bergen groß geworden ist. So macht er mir einen Eindruck. Aber er scheint gar nicht so alt zu sein. Von daher, egal. Wir verabschieden uns jetzt hier, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei oder auch bei einem anderen Spiel. Und ja, lasst doch eine nette Bewertung da oder etwas Kritik, wenn euch was nicht gepasst hat. Aber immer konstruktiv bitte bleiben und nicht sowas wie, du Hurensohn, ey. Hab mal's Maul, ey. Ich füge deine Mutter. Hab ich alles schon bekommen. Ist mir auch scheißegal. Das ist lächerlich. Das ist keine Kritik. Das ist, naja. Egal, wir verabschieden uns jetzt auf. Dann auf bald auf Wiedersehen. Tschüssikowski, liebe Leute. Blablabla.